Oh oh. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Interessant, die sind wirklich abgelenkt. Aber lassen uns Weg frei. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Schon gut, lasst euch nicht stören. Aha. Ja, wir müssen jetzt schon den Entwickler-Kommentar anhören. Und endlich sind wir im Showdown angekommen. Das hier ist jetzt das Hochboot nach Elysium. Es ist tatsächlich, so viel kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, das letzte Kapitel. Endlich hat aber Rufus, wenn sie auch sich tatsächlich nicht mit dem Panzer direkt nach Elysium geschossen haben, sie haben sich immerhin gut gezielt an Bord des Hochboots geschossen. Das heißt, Rufus ist tatsächlich auf dem Weg endlich nach Elysium. Moment und, mal. Ja. Wo bin ich? Ja, du bist im Auto, du sitzt doch da. Ich meine, Rufus muss jetzt nur noch einen Weg finden an den Organons vorbei und in Richtung der Brücke. Und dann ist alles geklärt und du bleibst halt im Auto sitzen. Ja, wie Hauptrollen das so machen. Du musst auf die anderen Deponianer auf der Ladefläche aufpassen. Und außerdem, du bist ja auch gar nicht im Kostüm. Also Rufus ist ja kostümiert und du bist nicht im Kostüm. Das soll's jetzt gewesen sein? Das letzte Kapitel? Das letzte Kapitel? Ich war die ganze Zeit über bewusstlos, tot, ein Kleinkind oder... Du musst ja auch auf die anderen Deponianer aufpassen und überhaupt, die Größe der Rolle ist ja nicht an der Menge des Textes messbar, sondern einfach die Wichtigkeit. Und tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass eigentlich Deponia Goals Geschichte ist. Weil sie diejenige ist, die die Entscheidung trifft, also den großen Konflikt austrägt. Rufus ändert sich ja nie besonders. Er ist von Anfang an der Held, er bleibt der Held. Und jetzt rettet er die Welt im Alleingang natürlich. Also natürlich mit Hilfe von Cole, die eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, indem sie im Auto bleibt. Sie ist vielleicht jetzt quantitativ nicht unbedingt viel zu Wort gekommen, aber qualitativ musst du doch selbst sagen. Ja, sehr gut. Nun ist es also vorbei und ich bin nicht mal in den Kommentaren zu Wort gekommen. Das kann sich ja noch ändern. Wir haben ja noch ein paar Screens vor uns. Aber machen wir erstmal weiter mit dem Spiel. Ich mag diesen Running Gag quasi in den Screens. So. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo. Ach, Tom. Huch, Amtmann an Deck. Rühren. Ich würde ja gern, aber erstmal können vor Lachen. Ich komm nicht durch. Abteilung stillgestanden. Jawohl, Herr Amtmann. Oha, ich meine, recht so. Gut, wir speichern einmal zur Sicherheit das letzte Kapitel. Und dann gehen wir langsamen Schrittes Richtung... Oh, Backe, noch mehr von der Sorte. Finale. Ja, wir müssen jetzt leider immer den Poké-Kommentar zwischendrin anhören, wann es geht. Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Nicht wahr? Ja, ja. Da versteckt sich doch jemand dahinter. Ah, ich hab's ja weiter vorne schon mal angesprochen. Jede Geschichte braucht natürlich eine Fahrstuhlszene. Und das hier ist sie nun, die Deponia-Fahrstuhlszene. Was mir zu diesem Screen einfällt, ist, dass ich halt tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht eine weitere Skripterin von uns, die Svenja, erwähnt hatte, glaube ich, an keiner Stelle. Die hat sehr viel hier im 9. Kapitel rumgeskriptet, auch schon vorher. Also 9. Kapitel, das ist unsere komische Zählung. Das haut natürlich nicht hin. Das war, als Deponia noch ein Teil war, gab es 9 Kapitel. Dann dachten wir, wir trennen das Ganze nach Kapitel 3, nach Kapitel 5. Und dann halt 4 Kapitel für den Schluss, die halt alle damals im ursprünglichen Konzept viel linearer waren. Aber wie wir alle wissen, sind in Chaos of Deponia, wie der Name schon sagt, auch noch Kapitel 3, 5 und 5, 5 dazugekommen. Und um den Faden wieder aufzunehmen, gab es dann in Goodbye Deponia Kapitel 5, 6,
Kapitel 6 natürlich nach wie vor, Kapitel 7 nach wie vor, aber dann eben auch Kapitel 7, 5 und dann Kapitel 8 gespalten in Kapitel 8, 1, 8, 2, 8, 3 und sogar 8, 4, was dann nachher den Showdown des Kapitels war, den habt ihr gerade eben gespielt. Und Kapitel 9 wurde halt unter anderem eben von der Svenja geskriptet, diese Fahrstuhlszene. Damit hat sie sich sehr schwer getan, weil sehr viele Animationen aufeinander getimt werden müssen. Wirkt so leichtfüßig hier, war aber tatsächlich eine Heidenarbeit. Oh, vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit eine ganze Reihe von anderen Leuten nochmal erwähnen, die halt auch sehr viel Herz und Herzblut in das Projekt gesteckt haben. Zum Beispiel unsere unglaubliche QA-Crew, insbesondere natürlich die QAler, die zum Schluss hier sich einen Wolf getestet haben. Das waren der René, der Ben, der Leon und tatsächlich auch meine Freundin, die Anne, die hat ordentlich mitgetestet. Die hat den Grund nicht gesehen, warum sie halt zu Hause auf mich warten soll, wenn ich doch sowieso die Nächte in der Firma durchmache. Sehr nett von ihr. Vor allen Dingen hat sie da halt ordentlich Ordnung in die Jungs reinbekommen noch. Nein, sie hat wirklich sehr gut getestet. Verdammt gut. Hätte ich sie mal zu Hause gelassen, hat sehr viel Fehler gefunden. Obwohl, dann wären sie jetzt noch im Spiel. Also war schon gut so, wie es ist. Und was wollte ich noch sagen? Genau, die Tester, die Skripter, welchen könnte ich dann da noch nicht erwähnt haben von den Skriptern? Vielleicht den Max. Habe ich erwähnt, dass derjenige, der unsere Videos komposited, der heißt Rino. Das ist tatsächlich sein Name, das ist kein Spitzname. Nein, er heißt so, Rino. Rino Pelli. Er steht im Abspann, deswegen darf ich euch auch den ganzen Namen sagen. Irrer Name, klasse Typ und kennt sich super mit Videoschnitt aus, besonders für Zeichentrickvideo. Ja, ja, er stammt auch aus der Branche. Oder natürlich unsere ganzen Grafiker, die ich gar nicht mehr alle im Einzelnen aufgezählt bekomme, weil es so viele waren. Ich habe ja immer stellvertretend Gunnar und Simone genannt. Das war das eine, was mir. Fabi ist mal aufgetaucht. Der Nick, der hat auch an den Videos viel mitgearbeitet. Die Sandra, das wären zu viele. Ich müsste, glaube ich, etwa 20 oder 30 Namen aufzählen und dann hätte ich jemanden vergessen und dann wäre es mir peinlich. Und deswegen lasse ich es lieber bei dem groben Versuch. Und weil ich wahrscheinlich später gar nicht mehr darauf zurückkomme, weil es ja jetzt mit mehreren Paukenschlägen auf das Ende zugeht, lasse ich es auch dabei und bedanke mich einfach an dieser Stelle nochmal beim gesamten Team. Ihr wisst ja schon, dass das hier bei Detelec die besten Leute überhaupt arbeiten, aber ich möchte es auch nochmal offiziell sagen. Dem ist so. Oh, ist das lieb. Ja, jetzt kommt das Finale, also wir hören die Poké-Kommentare während des Let's Plays an. Wir sind hier ziemlich auf dem Präsentierteller, ne? Wir sind ja voll angestarrt werden wir quasi. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Du ich ja auch. Ich wollte euch chargen, nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr, du ich ja auch. Ich wollte euch... Ach so. Au, Backe. Noch... Ja, dann. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Glitis? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Oh, jetzt dürfen wir uns endlich mal boxen. Schön. Damian. Pedal. Wir können noch abwärts fahren. Ne, wir müssen das Pedal hier verwenden. Lass das! Drosselglied. Wir müssen ihn anscheinend öfter... Ach, da geht's auch noch aufwärts. Öfter schlagen. Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Also, schlagen, anschauen. Oder geht er automatisch irgendwann... Ich will damit nicht interagieren. Ja, okay, er macht es tatsächlich automatisch irgendwann. Lass das!
Ja, dann warten wir halt. Und nochmal. Bam. Lass das. Was haben wir denn gebraucht? Na, hast es jetzt bald. Lass das. Jetzt. Erste Regel. Auf die Fresse. Okay, das tat weh. Aber wir lenken ihn schnell ab. Und dann... Keine Ahnung. Aufwärts oder abwärts? So, können wir was machen? Außer, nee, wir können nur anhalten. Okay, dann... Abwärts. Oh, okay, warte mal. Pedal. Dann abwärts. Und anhalten. Und er fällt runter. Oho. Okay, den Sturz kann er jetzt eigentlich nicht wirklich überlebt haben. Wir sind, glaube ich, richtig. Ach, Herr Amtmann, endlich. Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Nun ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Arsch... Okay, es gibt zwei Achievements, ich habe jetzt nicht gespeichert, aber, also einmal ist es ein Rätsel, scheinbar. Ach nee, okay. Nee, es ist hier erstmal. Okay. Hier müssen wir die Leute. Ihr seht es selber. Ich glaube, es ist egal, was wir am Anfang nehmen. Der hier vor euch steht. Ist nur einer von 11.000 Erschen hier an Bord. Das müssen wir auf jeden Fall. Wir sind alle Ersche. Wir alle sind Ersche. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch doch mal an. Schaut euch doch mal an. Wir verrichten die Drecksarbeit für die da oben. Denkt ihr etwa, irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen? Den Planeten in die Luft zu sprengen? Deponianer zu terrorisieren? Oder was wir sonst so machen, den lieben langen Tag? Nein! Armen, ich sage euch, die sitzen bequem auf ihren Breiten. Und diese Ärsche, meine Allerwertesten, das sind wir. Ich weiß nicht, ob ich noch weitermachen soll. Wir machen noch weiter. Ich weiß,
Jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine diktatorische Pissrinne! Jawohl! Schaut doch mal um! Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Hey, die jubeln nur, die sagen das gar nicht. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier seinen Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Geniale Rede. Nun, ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Ärsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Nein. Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Organon! Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so, die Hymne. Los geht's. Organon. Eigentlich sind Rufus Gesangskünste hier komplett verschwindet. Trotzdem soll es ihm helfen durch Klick. Bis die Melodie richtig mitsingt. Organon. Also das stimmt. Das stimmt nicht. Oh. Organon. Dann machen wir alles, was falsch ist, einmal eins runter. Organon. Ja. Organon. Passt. Runter. Ja. Organon. Ja. Ja, ja, ja. Nein. Organon. Jetzt habe ich da gar nicht aufgepasst. Organon. 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 Ja, oh, der Mauszeiger ist weg. Okay, ich glaube, wir haben's. Organon. Organon. Oh, organon. Oh, oh. Organon. So, wir packen's. Im nächsten Part haben die lauter gestellt. Ja, was ist mit den Wichsern? Die stellen einfach die Musik auf ganz laut.
Ey, solche Drecksäcke. So. Ono Organon. Beim nächsten Mal. Ja, ich mach hier. Tschüss.